Ausblick auf die Luftfahrtbranche. In Doha findet die AGM statt. Das ist der Weltluftfahrtverband der IATA. Da gebe ich euch einige News und dann natürlich auch der Ausblick an den Flughäfen. Wie wird der Sommer? Wird es an den Flughäfen eine Katastrophe? Deshalb haben wir auch nicht viele Themen heute, sondern es ist ein Thema, was durchgängig geht. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Ausgabe erspare ich euch natürlich wieder nicht den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert und lasst uns ein Like da. In Doha findet die AGM statt. Die AGM ist, wie ich schon sagte, der Luftfahrtverband der IATA. Da sind alle Fluggesellschaften drin. Und die sollte eigentlich in Shanghai stattfinden, findet jetzt in Doha statt. Und nachdem man ja 2 Jahre hatte, in denen es wirklich Tiefschläge im finanziellen Bereich gab, sieht man bei der Luftfahrtbranche einen Aufwärtstrend und auch Zuversicht. Man merkt das richtig, wie die Leute dort zuversichtlich sind. 2023 soll es wieder schwarze Zahlen hageln am Horizont. Das sagte Willy Walsh, den kennt ihr ja von der British Airways. Der ist jetzt der Generaldirektor, General Director von der IATA. Und das hat er heute in Doha gesagt. Und er sagte ganz einfach, dass die Fluggesellschaften in Nordamerika nach seiner Schätzung schon dieses Jahr einen Milliardengewinn gelingen kann. Und die Branche in Europa ist noch in den roten Zahlen. Das ist etwas, was unvermeidlich ist, so ungefähr, weil hier ja alles etwas langsamer vorwärts geht. Und wenn man sich das dann weiter anschaut, dann ist das so, dass der Anstieg der Kerosinpreise natürlich ein Riesenproblem ist. Der russische Angriff hat die Preise in der Tat nach oben schießen lassen. Man hat zwar jetzt höhere Ticketpreise, die man durchsetzen kann, aber die IATA rechnet mit einem weltweiten Verlust von 9,7 Milliarden US-Dollar. Das sind roundabout 9, irgendwas Millionen Euro, also 9,2 oder so. Und diese 2 Milliarden sind weniger als im Oktober vorausgesagt worden, sind 77% weniger als im zweiten Corona-Jahr 2021. Die Fluggesellschaften in Nordamerika dürften sogar einen Gewinn von 8,8 Milliarden Dollar einfliegen, sind irgendwie bummelig auch 8,3 Milliarden. So dürften die Fluggesellschaften in Europa ihren Verlust im Jahresvergleich rund um 2/3 auf 3,9 Milliarden Dollar eindämmen. Bei den Airlines aus der Region Asien-Pazifik erwartet IATA auch, dass der Verlust auf 8,9 Milliarden Dollar reduziert wird. Die Reisebeschränkungen in China, aber auch die örtlichen Lockdowns dort haben natürlich eine riesen Auswirkung. Wegen den Flugverboten über Russland verlängern und verteuern sich natürlich für alle westlichen Airlines die Flüge zwischen Europa und Asien. Bei ihren Prognosen geht die IATA davon aus, dass der Ukraine-Krieg und der Sanktionen nicht gravierend verschlimmern. Die Reisebeschränkungen infolge der Pandemie haben die Fluggesellschaft in historische Verlustzonen gebracht. Die IATA sagt, dass der Fehlbetrag aufgrund von Corona in 2020 bei 137,7 Milliarden Dollar liegt. In 2021 ist das Minus immer noch 42,1 Milliarden Dollar gewesen. Knapp mit dem erwarteten Verlust in diesem Jahr ist der Fehlbetrag dabei dann auf 190 Milliarden akkumuliert. Angesichts der Eindämmung der Verluste und der Aussicht auf die schwarze Null, ja, das soll ja schwarze Zahlen, im nächsten Jahr sagt man, dass man optimistisch sein muss. Zeit für Optimismus. Im laufenden Jahr reicht der Verband weltweit noch mit knapp 3,8 Milliarden Fluggästen, 73% mehr als im Vorjahr und rund 17% weniger als vor der Pandemie in 2019. Der Umsatz im Passagiergeschäft soll sich im Vergleich zu 2021 auf 500 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln und dank höherer Ticketpreise, das Thema hatten wir ja gestern. Das Luftfrachtgeschäft werde seine Rekorde aus den vergangenen Jahren aber natürlich leider nicht ganz erreichen. Insgesamt erwartet die IATA rund 782 Milliarden Dollar, knapp 55% mehr als 2021 und 93% des Trinos bei Vor-Corona, ja, also 2019 und davor. Man hat allerdings das Problem logischerweise, dass die Treibstoffkosten die Einnahmen, die man jetzt mehr generiert, auffrisst. Und
Die Sanktionen gegenüber Russland und durch den Ukraine-Krieg haben ja die Preise in die Höhe schnellen lassen. Dann sei auch die Differenz zwischen Kerosin- und Ölpreis deutlich höher als üblich, schreibt die IATA. Man muss in vielen Ländern auch neue Mitarbeiter bekommen, nachdem Beschäftigte die Branche verlassen haben. Warum eigentlich? Gerade in Ländern, wo die Arbeitslosenquote gering ist, denkt man einfach, dass höhere Löhne das einzige Ziel sind, wie man das bekommen oder höher werden kann. Auch die Flugzeugbauer haben bessere Aussichten als vorher. McKinsey geht davon aus, dass sich die Nachfrage in der Branche auch auf die Flugzeuge niederschlagen wird. Dass also mehr Flugzeuge ausgeliefert werden im Jahr 2023. 1700 Flugzeuge sollen das Niveau sein, was 2018 war. Die Anzahl der Bestellungen dürfte sich dahin auch wieder deutlich erholen. Die Herausforderung ist nun, dass die Lieferkette wieder in Gang gebracht wird. Das ist das, wo die ganzen Fluggesellschaften im Prinzip ja auch dran laben und darben, dass es da Riesenprobleme gibt mit den Verfügbarkeiten. Also man würde gerne mehr produzieren. Wir hatten ja das Teil bei Boeing, was so ein Phoenix-Artikel war, der nicht lieferbar war. Aber Willy Wolsch hat auch dann direkt weitergemacht und da muss man dann auch gucken. Und zwar, wenn man sich den Flughafen anguckt, Schiphol, und da hat er ja direkt dann in die Kerbe gehauen. Ich ziehe mir das einmal kurz nochmal auf Monitor. Und zwar ist ja da wieder Chaos angesagt. Man muss einfach mal schauen, wie die Flughäfen mit den Airlines umgehen und umgekehrt. Aber man sieht da ja, dass da jetzt einfach Probleme sind. Man hat in Amsterdam ein riesen Chaos. Man hat die Zahlen der Passagiere reduziert für den Sommer. Man hat den Flughafen teilweise geschlossen. Dublin hat in vergangenen Wochen lange Rachtezeiten gehabt. Also auch in London, wenn man den Terminal 2 guckt, absolute Probleme. Und Willy Wolsch hat jetzt einfach auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Leute, was ist bei euch los? Man hat halt bei der Pressekonferenz zur jährlichen Generalversammlung, hat er es ja gesagt, ausgerechnet die Flughäfen, die die Preise erhöhen wollen, sind nicht in der Lage, ein Basisprodukt zur Verfügung zu stellen. Also man muss einfach sagen, dass er damit natürlich eine Frage stellt, die wichtig ist. Und zwar Flughäfen, die einfach zu blöd sind, ich sage jetzt mal flapsig, wie ich bin, die Leistung zu bringen, die wollen dann die Preise erhöhen. Was soll denn der Quatsch? Und das ist doch einfach wieder zu kurz gegriffen. Dann guckt man sich das Ganze an, wenn man nach Salzburg geht. Der Salzburger Flughafen ist besonders von Streichungen betroffen. Am Wochenende sind Hunderte von Passagieren am Flughafen gewesen, die ihre Flüge nicht antreten sollen. Am Sonntag sind 500 Menschen von Flugstreichungen betroffen gewesen. Wenn man dieses sich anschaut, dann ist das natürlich problematisch, aber die Personaldecke ist im Moment dünn, sagte der Airport-Sprecher. Und es sind zwar selber ausreichend Leute beschäftigt, allerdings haben sie ein Problem, weil natürlich der Corona-geschuldete Abbau da ist und auch Krankheit. Dann, wenn man sich das anguckt, Frankfurt, da sind wir schon beim nächsten Thema, ihr seht also, das geht hier Schlag auf Schlag. In Frankfurt ist das so, dass jetzt Leute vom Vorstand oder auch Verwaltungsmitarbeiter bei Personalengpässen mithelfen wollen. Es handelt sich dabei um eine von vielen Maßnahmen, auf die Reisespitzen sich vorzubereiten, sagte die Fraport-Sprecherin. Und ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Übung ist, dass der Vorstand jetzt einfach da auch mitarbeitet. Das ist schön, dass sie dann sehen, wie das ist, wenn 100 Beschäftigte aus der Verwaltung die Unterstützung zugesagt haben. Aber man muss halt einfach schauen, was das Urproblem ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ja auch berichtet davon. Das heißt also, dass die Beschäftigten aus der Verwaltung, die einen Führerschein haben, die können die Ladekreuz zum Flugzeug fahren. Seit Wochen gibt es in Deutschland Flughäfen, aber auch anderen europäischen Ländern natürlich Riesenprobleme. Die 900 Flüge von der Lufthansa, die ausgefallen sind, das ist doch ein Riesenproblem. Dann erneut sind am Wochenende Flüge von Lufthansa ausgefallen. Wenn man sich das anguckt, zahlenmäßig, das ist doch auch wieder so ein Riesenproblem. Der Motor stottert, schreibt eine Zeitung. Da muss man einmal niesen. Immer noch nicht mit der Erkältung durch. Am Wochenende fielen erneut Dutzende Verbindungen aus. Lufthansa will mit Personal aus der Verwaltung auch damit Gas geben. Die operative Situation bei Lufthansa bleibt angespannt. Wenn man sich das anguckt,
sind 50 Flüge alleine wegen Crew-Disposition gestrichen worden. 50 Stück. Da muss man doch einfach mal fragen, ob das alles so normal ist. Ich meine, die 900 Flüge, die habe ich ja eben schon erwähnt, die ausfallen. Dann geht es weiter in Österreich. Da geht es mit der Auer und dem Flughafen Wien. Sieht man sich zwar einer Reisewelle gut aufgestellt, aber die Insider sehen das anders. Die Sommerferien werden einen Reiseboom auslösen. Medizinisch betrachtet zu einem massiven Anstieg der Corona-Neuinfektion führen wird. Warum? Ganz einfach, logisch, weil die Leute natürlich reisen und mehr Kontakte haben. Man will sich da aber auch mit den wenigsten Menschen verantwortungsbewusst verhalten. Man kommt dazu einen Personalmangel und dann ist das ganze Desaster schon groß. Auf dem Flughafen Salzburg hatte ich ja schon berichtet, dass da von der Eurowings die Flüge ausgefallen sind. Und das ist halt so. Ein Gewerkschafter sagt halt, wir werden, wenn überhaupt, nur mit Ach und Krach über die Sommermonate kommen. Und während Auer und Flughafen also ihre PR-Profis ausrücken lassen, um diese Erwartungen dazu vorab schön zu reden, bestätigt Daniel Liebert von der Gewerkschaft die Einschätzung der Insider. Und da muss man halt einfach gucken. Das ist halt einfach ein Riesenproblem. Dann Brüsseler Flughafen. Brüsseler Flughafen ist komplett geschlossen worden. Das ist natürlich in meinen Augen richtig geil. Warum? Ganz einfach, weil da ein Streik ist. Dieser Streik ist natürlich jetzt nicht unbedingt so, dass man das hätte erwarten können, aber das Unternehmen Brüssel Airport hat am Sonntagabend mitgeteilt, ein Großteil des Sicherheitspersonals hat es angekündigt, einen nationalen Protesttag von Gewerkschaften zu beteiligen. Und deshalb kann man wirklich nur Landeflüge und Frachtflüge abfertigen. Mit dem Protesttag an diesem Montag wollen Gewerkschaften eine Änderung des belgischen Lohngesetzes fordern, dass sie aus ihrer Sicht keine ausreichende Lohnanpassung ermöglichen. Hintergrund ist der zeitangestiegene Lebenshaltungskosten. Also kommen wir in eine Lohnpreisspirale. Ja, Tickets werden nochmal teurer. Und was passiert bei der Lufthansa? Lufthansa sucht Freiwillige. Und das für die Station. Was ist daran das Lustige? Ganz einfach. In Frankfurt, München fehlt Bodenpersonal. Mitarbeiter aus der Verwaltung sollen auch hier kurz einspringen. Einsatz am Gate, am Check-in oder in der Lounge. Lufthansa sucht in der Verwaltung Freiwillige. Und jetzt kommt der Knüllersatz. Der Knüllersatz in meinen Augen ist einfach, dass man wirklich sagt, wir wissen, dass wir viele operative Herausforderungen haben, sagte Konzernvorständin? Christina Förster in einer internen Videobotschaft. An drei Tagen in der Woche sollen Mitarbeitende aus der Lufthansa-Verwaltung von Juli bis September nach einer zweitägigen Einweisung helfen, Sommerreisewelle an Drehkreuze zu brechen. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport setzt im Sommer ebenfalls Mitarbeiter aus der Verwaltung ein. Leute, das kann doch alles nicht die Lösung sein. Ich rede hier fast über 10 Minuten über Missstände. Deshalb ist es heute das einzige Thema, was wir haben. Aber kommentiert unten, schreibt unten, was ihr dazu haltet, was ihr davon denkt. Ob das neue Morgen ist, das neue Normal ist oder was da Phase ist. Des Weiteren kurze Erinnerung, bevor ich mich weiter aufrege. Morgen Abend Stammtisch, 21. Juni im Hyatt am Potsdamer Platz. Ihr wisst ja, wie immer, wir sind in der Vox Bar oder draußen in der Restauration. Currywurst und so weiter essen. Belitzer Spargel gab es ja schon beim letzten Mal nicht mehr. Also insofern wird es bei Currywurst und Gin Tonic bleiben. Aber ihr wisst ja, wir trinken hier keinen Alkohol. Dank euch, dass ihr wieder dabei wart. Bis morgen zur nächsten Folge von Frequent Traveler TV Takeoff. Hoffentlich dann nicht mit so einer krassen Sendung wie heute. Also, bis dann. Ciao.